Moin Menschheit. Wer ich bin, ist ja klar, der männliche Teil von uns. So. Es gibt eine Stelle in unserem Leben, die ist, entweder beherrschst du dich oder du wirst beherrscht. Auf jeden Fall wird die Stelle ausgefüllt. Also sollten wir doch jeder Einzelne für sich selbst Verantwortung übernehmen und bestimmen, für was er seine Lebenszeit, seine Zeit zum Verwirklichen nutzt. Und es gibt da so eine Aussage wie, die meisten Menschen stehen auf Sicherheit. Ich denke, die meisten Menschen sterben aus. Also, bis dahin, bis gleich, ciao. Danke. Ja, ich habe für euch auch noch ein nettes Schmankerl mitgebracht. Das kommt aus dem Kreinfield Rechtswörterbuch, 17. Auflage, Verlag CH Beck, München, 2002. Es geht um die Definition des Grundgesetzes. Wie wir ja alle wissen, haben wir keine Verfassung, sondern nur ein Grundgesetz. Die Definition dafür lautet, ein Grundgesetz ist ein besatzungsrechtliches Mittel zur Schaffung von Ruhe und Ordnung in einem durch Kriegshandlungen besetzten Gebiet, gegeben von der Siegermacht für das auf Zeit eingesetzte Verwaltungsorgan. Muss nochmal gesagt werden. Noch eine Sache, eine ganz wichtige Sache. Und zwar kann ich mich erinnern, wie wir oder wie ich von der Schule kam mit schlechten Zensuren, ne, weil ich nicht besser wusste oder wie auch immer. Und heute stellt sich heraus, dass wo ich die Schule verlassen habe, dass die Sachen, die gelehrt wurden, Bullshit sind, richtig Bullshit. Ich habe gelernt, Hitler ist tot. Ich sage hier, ich habe erfahren, Hitler lebt, er wurde mit der Kirche nach Brasilien oder so, Argentinien oder hingebracht. Dann sagt man mir, Hitler, das sagt man nicht, aber das wissen wir doch alle. Also, was lernen wir hier? Also, ich möchte mich entschuldigen für die Lehrer und für die Strafen, die Kinder bekommen haben von zu Hause. Also, das ist Blödsinn. Ja, machen wir eine schöne Schule. Dankeschön. Guten Tag, liebe Anwesende. Ich bin Bartol Olbers. Ich bin hier der Einzige mit dem weißen Bart. Pardon, fast der Einzige, da ist noch einer. Ich möchte drei Dinge ansprechen. Erstens, wir haben am Sonntag die Weltmeisterschaft gehabt und da haben die Deutschen gewonnen. Und einige Völker haben nicht gewonnen. Einige Völker haben die Fußball-Weltmeisterschaft nicht gewonnen. Ich wünsche, dass wir unsere Freundschaft und Solidarität erklären mit allen Völkern, die nicht gewonnen haben. Dankeschön. Danke. Zweites Thema. In den Regelungen für diese Veranstaltung habe ich gelesen, dass andere Vereine hier nicht werben sollen. Ich finde diese Einstellung ungünstig. Ich bin dafür, dass andere Vereine auch sich hier präsentieren können mit eigenen Flugblättern, mit Leuten, die deutlich machen, dass sie dazugehören. Ich wünsche, dass wir uns vernetzen mit allen, die guten Willens sind und die teilweise das Gleiche wollen wie wir. Das war das zweite Thema. Danke. Das dritte Thema ist, ich bin seit zig Jahren zeitweise aktiv in der Friedensbewegung. Ich habe mich mit vielen Themen befasst. Ich kann mich jetzt nicht um alles kümmern. Aber ich suche jetzt Leute, die sich befassen mögen mit dem Thema Ukraine, dass wir beitragen zu einer friedlichen Lösung. Wir brauchen dazu Intelligenz, Verstand, Geduld und ein bisschen Tatkraft. Da ist noch was möglich, es ist noch nicht alles zu spät. Wie gesagt, ich sammle Leute für eine Initiative für Frieden in der Ukraine. Dankeschön. Es geht jetzt gerade darum, dass jeder davon redet, dass Israel, ich sag mal so, Deutschland wird sehr heftig unterstützt von Israel, auch andere Länder. Obwohl ich es auch sehe, dass Syrien sehr unter der Würde ist einfach. Die machen die einfach nur fertig. Und ich wollte einfach nochmal dazu sagen, dass nicht nur Israel da ist, sondern auch Syrien. Und Syrien verdient es genauso wie Israel. Auch mehr Leute, die auch zu Israel halten. So, ich finde das ganz schön heftig, dass andere Leute sagen, dass
Israel gewinnen wird, obwohl es noch nicht mal damit was zu tun hat. Es ist egal, wer gewinnt. Es kommt nur darauf an, wer im Recht steht eigentlich. Es interessiert auch nicht, wer als erstes bombardiert hat oder nicht. Das Heftige ist einfach, dass ich gerade hier jemanden hatte oder eben gerade ist hier jetzt jemand hochgekommen und hat gesagt, Israel wird Palästina oder Syrien so mäßig erobern, was gar nicht stimmt. Wir haben sehr viele Leute, die hinter Syrien und hinter Palästina einfach steht. Und ich habe mitbekommen, einfach, dass es in Hauptbahnhof zum Beispiel am Sonntag oder sowas eine Veranstaltung gibt. Alle Leute, die einfach für Syrien sind, die sollen einfach vorbeikommen. Das wäre einfach nur geil. Und ich stehe einfach nicht für Israel oder sonst was. Ich stehe für Palästina und für Syrien. Solange ich für mich spreche, darf ich hier noch mal kurz eine Minute reden. Und zwar habe ich hier eine Akte in der Hand von unserem Helmut Kohl. Ihr sollt mal kümmern, wer Helmut Kohl ist. Helmut Kohl ist Helmut Kohl und hat noch einen anderen Vorname. Ja, er wird nur Helmut Kohl für uns genannt, weil das deutsch klingt. Ja, Adolf Hitler heißt auch anders. Ne? Ich muss mal reingucken, wer er ist. Also, wir werden hier richtig verarscht. Also machen wir mal unser deutsches Reich mal wieder frei von Missbrauch und von Perversitäten. Dankeschön. Moin Moin Kinder. Moin. So, ich habe vor kurzem wieder mal so ein schönes Textchen von Tenzin Gyatso gefunden. Für uns als Dalai Lama bekannt. Er hat geschrieben, das Ich hat einen Anfang. Bei der Frage, ob das Ich einen Anfang hat, stoßen wir auf die Frage nach der Existenz Gottes. Im Christentum gibt es einen Anfang. Gott erschuf alles, auch dieses bestimmte Leben. Für mich ist das eine ganz wunderbare Sicht der Dinge, eine großartige Lehre. Denn sie führt uns vor Augen, dass es im Christentum letztendlich um Liebe und Zuneigung geht. Ich selbst würde heute sagen, so, oder ich will heute an euer Bewusstsein appellieren. Werdet euch endlich bewusst.